an Schulen. Und er war ebenfalls von der FPÖ Sandra Wassermann. Sport wird nicht nur die körperliche und psychische Erfahrungswelt erkundet, vielmehr wird auch die emotionale Ebene durch die Gemeinschaft und durch den Teamgeist verstärkt. Und da denke ich ganz besonders daran, an unsere Schulsportwochen, die seitens des Sportministeriums gefördert werden. Unter Einbeziehung der Tourismusverbände tragen die Schulsportwochen nicht nur zur sportlichen Betätigung bei, auch zu einer großartigen Klassengemeinschaft, wenn wir uns daran erinnern, und beleben aber vor allem auch die Wirtschaft. Und für diese neue Prioritätensetzung für diesen neuen Fokus möchte ich mich ganz herzlich beim Sportminister auch bedanken und auch dafür, dass er dafür Sorge tragen wird, dass auch die geringeren Einkommensschichten sich die Schulsportwochen auch leisten werden können. Auf der anderen Seite denke ich aber daran, dass es viele Schülerinnen und Schüler gibt, die ihren Großteil der Zeit im Internet verbringen. Facebook, Instagram, diese virtuellen Spielplätze, wo man ohne körperliche Anwesenheit sich virtuell interagiert. Und diese körperliche fehlende Präsenz verursacht im Laufe der Zeit eine gewisse Leere. Und diese Leere, denke ich mir, wird dann auch versucht, mit anderen Erfahrungen auszufüllen. Und das kann zum Beispiel auch der Konsum von Suchtmitteln sein. Und gerade die Anzahl der jungen Drogentoten im Bundesland Kärnten erschreckt mich ganz besonders. Und was mich noch mehr erschreckt, ist, dass es dort eine SPÖ-Landespolitik gibt. Und da gibt es eine SPÖ-Stadtpolitik. Und die machen weder was im Präventionsbereich, noch machen sie etwas im Schulsportbereich. Und das ist leider eine traurige Realität. Und genau hier setzt die österreichische Bundesregierung an und als Mitglied im Sportausschuss sehe ich meine Aufgabe auch darin, den Jugendlichen Wege aufzuzeigen, wie man sich wieder vermehrt körperlich auch spürt. Die schmerzhaften Erfahrungen mit Essstörungen, mit dem Drogenmissbrauch und Alkohol und anderen exzessiven Experimenten nicht mehr machen zu müssen. Und es freut mich ganz besonders, dass wir auch ein Schulsport Suchtpräventionsprojekt ins Leben gerufen haben, gemeinsam mit den Lehrern und den Direktoren und auch einem Fitnessstudio, Kooperationspartnern, wo wir es schon in den letzten Tagen 26 Schülerinnen und Schülern ermöglicht haben, bei diesem Sport statt Drogenprojekt teilzunehmen. Ja. Der Bund wirkt hier also maßgeblich mit und bringt auch die Wichtigkeit der Schaffung von Sportinfrastruktur zum Ausdruck. Und zum Abschluss möchte ich mich auch dafür bedanken bei den Mitarbeiterinnen des Ministeriums, aber auch beim Bundesminister, der den Bau des Bundesleistungszentrums für den Eishockeysportnachwuchs und die Jugend in Kärnten in dem vergangenen Jahr erfolgreich umgesetzt hat.